Jetzt wird auf unserem Lerchenberg ein ganz besonderer Berg gebaut, ein Waschmaschinenberg. Und das machen 5 wirklich starke, man möge es mir verzeihen, es ist politisch nicht korrekt, Ösis. Starke Männer aus Österreich. Oliver Gratzer, Gerhard Gschiel, Oliver Dorsch, Alexander Mayer und Martin Wildauer. Ihr grüßt euch. Hallo, grüß dich. Servus, schön, dass ihr da seid. Du musst mal ganz genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, Waschmaschine, das ist immer der Knackpunkt beim Umzug. Was wiegt denn so eine Waschmaschine? Ja, so eine Waschmaschine wiegt um die 70, 75 Kilo. Ach. Da haben wir heute 55 Stück haben wir da hergestellt. Ja. Und aus diesen 55 Stück werden wir dann in Teamarbeit eine Pyramide bauen. In Teamarbeit? Achso, in Teamarbeit? In Teamarbeit, verstehe, jawohl. Verstehe. Ich dachte schon, es wird jetzt hier nur, werden nur die Sous gewaschen. Okay, hier unten das Fundament steht praktisch schon. Ich würde in Deckung gehen, das Ganze in 6 Minuten. Eine Waschmaschine, da bin ich dann immer schon raus. Das ist der Moment, wo ich die Freunde anrufe und sage, Männer, ich ziehe um. Wenn du umziehst, Kiwi, rufst du uns an. Sehr, sehr gerne. Das war ein Angebot. Okay. Toi, toi, toi. 6 Minuten Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Achso, geht in Position, genau. Aber jetzt. Ja. Da gibt es eine richtige Choreografie. Achtung, jetzt, Männer, passt auf. Hört genau hin, was die blonde Frau sagt. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt schon, komm! Die haben sich das natürlich ganz genau überlegt, wie man am besten 55 Waschmaschinen übereinander stapelt. Und jeder von Ihnen, liebe Zuschauer, der schon mal umgezogen ist, weiß, Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine. Das sind die Biester unter den Umzugsgütern. Getoppt wird das Ganze nur noch vom Klavier, glaube ich. Schön genau werden die hingestellt. Da darf keine Lücke entstehen, sonst hält das Ganze nicht. Und es sieht gut aus. Jetzt ist gleich die erste Minute rum. Und noch läuft das Ganze schön zügig. Aber wenn Sie genau hingucken, an den Lippen sieht man schon, dass das wirklich anstrengend ist. Die werden so ein bisschen blau. Die Arme werden ein bisschen schwerer. Die Farbe der Haut auf den Oberarm verändert sich ein bisschen. Als Leistungssportlerin weiß ich, es ist so, Schnellkraft, Ausdauer, Laktat ganz oben, 20, 25, richtig anstrengend. Wenn dann noch so eine kippt wie eben, dann braucht es zusätzlich Kraft. Vielleicht würde ja ein anfeuernder Applaus helfen. Noch 4 Minuten, aber ich persönlich... Jetzt schon, Oliver. Lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, geklappt. Ja, was passiert? Da fällt mal ein Plastikteil ab. Die Waschmaschinen sind ja auch mordserstaunt, dass jetzt auf einmal so übereinander gestapelt werden. So, noch eins höher. Schön vorsichtig. Wart mal, heißt es da. Hoffentlich haben sie sich jetzt nicht verbaut. Weil 2 stehen noch hier unten. Boah. Männer, ihr habt noch 3 Minuten Zeit. Das läuft ja richtig gut. Vorletzte und jetzt noch eine. Riesenapplaus, jetzt kommt. Die muss jetzt ganz hoch. Vorsichtig. Es wackelt. Erste Etage, 2. Etage. Und jetzt ganz nach oben. Achtung. 3, 2, 1, fertig. Ja, Wahnsinn. Yeah. Minuten 20 waren das nur. Ja, der Wahnsinn. Yeah.
Da möchte man noch glatt auch mal eine Waschmaschine sein. Und? Ja. Ein bisschen Luft hat schon gekostet. Ja. Eine brutale Schinderei. Eine brutale Schinderei. Ab wann tut's weh? So richtig, dass man denkt, ich mag nicht mehr. So die letzten 10 Stück, die werden noch schlimmer. Denk mal, das werden weniger. Die werden immer schwerer, ne? Ja, schwerer, aber die Luft geht einfach aus langsam. Ja? Weil wir echt nicht so leicht sind wie andere. Aber ihr habt euch das schon überlegt, ne? Wie was gebaut wird. Das ist ja nicht einfach jetzt mal so und jetzt stellen wir sie so. Na, wir haben da tagelang an der Taktik gefeilt. Und Gott sei Dank hat's genau hingehauen. Super, Alex. Super Burschen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie wollen umziehen, kein Problem. Rufen Sie mich an, ich habe 5 starke Männer im Angebot. Männer, schaut mal extra für euch. McGill. Ah ja. 15.07.2012, Waschmaschinen, Stapel, Pyramidenrekord. Dankeschön an Olli Grazer, Gerhard Schiel, Oliver Super, Dorsch, Alexander Meyer und Martin Wildauer aus Österreich. Super.